erste Kontakt mit Alkohol geht meist schon mit der Jugendweihe einher. Eine Gefahr, die die jungen Erwachsenen schwer einschätzen können. Und selbst viele Eltern achten zu wenig auf den Alkoholkonsum des Kindes. Eine Maßnahme, um den Jugendlichen und Kindern einen respektvollen Umgang mit dem Thema Alkohol näher zu bringen, ist die bundesweite Aktionswoche Alkohol – Weniger ist besser. Ein Termin, die Erfahrung mit einer Rauschbrille bei der Regionalstelle für Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung in Greifswald. Hier auf dem Gelände bei der RSK in Greifswald zeigen wir einfach auf, wie es aussieht. Ich bin nüchtern, ich bin clean. Und über die Rauschbrille sozusagen vorzutäuschen, alkoholisiert zu sein. Und das machen wir hier querbeet. Einerseits fußläufig, dass sie hier Kegel rumlaufen müssen. Andererseits zusammen mit Fahrschullehrern der Hansestadt Greifswald, dass sie dort dann zeigen oder feststellen können, wie fahre ich denn, obwohl ich gar nicht mehr so richtig gucken kann und augenscheinlich betrunken bin. Die Autofahrt mit der Rauschbrille soll eine Promillezahl von 1,3 simulieren. Obendrein gab es noch eine Ecstasy-Brille. Die Schüler der 9. Klassen fuhren abwechselnd auf dem Präventionsparcours, einmal mit der Alkohol-, einmal mit der Ecstasy-Brille. Als zusätzliche Hürde konnten die Jugendlichen einen Fußparcours mit verdunkelter Rauschbrille absolvieren. Dies dient dafür, den alkoholisierten Zustand bei Nacht zu verdeutlichen. Die nachgestellte Szene zeigt die Schwierigkeit der koordinierten Bewegung in dieser Situation. Ein solcher Zustand birgt nicht vorhersehbare Gefahren. Ich war mal Polizist vor 13 Jahren. Ich habe mit dem Alkohol alles kaputt gemacht, meine Familie. Ich bin geschieden, habe zwei Kinder. Meine Kinder stehen heute zu mir. Habe wieder eine neue Lebensbeziehung. Bin 13 Jahre jetzt trocken. Und der Alkohol macht alles kaputt. Man fällt ganz, ganz tief ins Loch und da ist dann nichts mehr. Wenn man da wieder rauskommt, dann ist man wirklich stark. Ohne Hilfe ist es äußerst schwer, der Alkoholabhängigkeit zu entkommen. Selbsthilfegruppen, Freunde und Präventionsmaßnahmen können dabei als Unterstützung dienen. Zudem ist eine konsequente Selbstkontrolle unabdingbar. Wie wird der Alltag gestaltet? Wie gestalte ich selber den Alltag? Wie werde ich stark gemacht durch Eltern, Schule und meine Umgebung? Das spielt alles mit eine Rolle. Es geht nicht darum, keinen Alkohol zu trinken, sondern es geht darum, Alkohol vernünftig und in Maßen zu trinken. Mir selbst muss es bewusst sein, dass, wenn der Alkoholkonsum zu hoch war, ich für mein Umfeld nicht tragbar will ich nicht sagen, aber nicht mehr schick. Eben dieses Umfeld muss ebenfalls in die Verantwortung gezogen werden. Für Minderjährige ist es oftmals viel zu leicht, an Alkohol zu kommen. Ich habe selber erlebt mal in den Kaufhallen, dort sind so eine kleine Stippkes, die vielleicht mal 13 oder 14 waren, die Alkohol aus dem Markt gekriegt haben. Also das ist schon mal erstmal sehr, sehr wichtig, dass diese Kinder oder Jugendlichen überhaupt keinen Alkohol bekommen. In Diskotheken oder so, da fragt doch keiner, bist du 12 oder 13 oder 14? Da wird ausgeschenkt, da geht es doch bloß um Umsatz. Jährlich endet für gut 25.000 junge Menschen in Deutschland der Partyspaß im Krankenhaus. Eine Statistik, die erschreckend genug ist, um zu wissen, weniger ist besser.